Einen wunderschönen guten Tag hier bei SieGamers.de. Mein Name ist Dexter und ich werde jetzt für euch ein Review zu The Legend of Zelda A Link Between Worlds machen. Aber das erst nach dem Intro. Wir schreiben den 24. September 1992. The Legend of Zelda A Link to the Past erscheint in Europa. Gut 20 Jahre später, am 22. November 2013, erschien The Legend of Zelda A Link Between Worlds, der offizielle Nachfolger zu A Link to the Past. Die Frage, die sich nun stellt, kann A Link Between Worlds mit seinem Vorgänger mithalten? Für viele ist A Link to the Past nämlich der beste Zelda-Teil, der bis jetzt veröffentlicht wurde. Schauen wir uns nun mal die Grafik an. Man beobachtet das Geschehen aus der klassischen Vogelperspektive, was einen schönen Retro-Flair hinterlässt. Die Grafik ist sehr bunt gehalten, orientiert sich aber trotzdem an die Grafik seines Vorgängers, was vielen wiederum ein nostalgisches Gefühl zaubert. Während wir uns die Grafik anschauen, fällt allerdings noch etwas auf. Einige Sachen sind schräg modelliert. Das musste Nintendo machen, damit sie die Vogelperspektive wieder so wunderschön hinbekommen. Mich stört das jetzt persönlich nicht, aber trotzdem kriegt einfach mal die Grafik von mir so ein bisschen was abgezogen, weil ich bin mir sicher, das hätte Nintendo auch besser machen können. Und somit sieht die Wertung der Grafik für mich folgendermaßen aus. 4 von 5 Punkten. Der Sound ist wirklich sehr schön geworden in dem Spiel, beziehungsweise der Soundtrack, weil es ist halt wirklich diese richtig typische Zelda-Musik. Man hört einfach, ja, man hat halt diese Abenteuerlust, wenn man die Musik die ganze Zeit hört. So, man kriegt das Schwert, man hört die epische Musik und man denkt sich einfach nur, wow, jetzt ein Abenteuer erleben, da hätte ich voll Bock drauf. Und dann zieht man los und erlebt seine Abenteuer. Die Dungeon-Musik ist dann wiederum ein wenig bedrückender. Man passt ein bisschen mehr auf. Man hat mehr Angst und so ein Kram. Angst hat man jetzt nicht wirklich, aber die Musik macht wirklich eine sehr schöne Atmosphäre. Das wollte ich damit ausdrücken. Und deswegen bekommt die Musik von mir 5 von 5 Punkten. Ich meine, ernsthaft, hört euch doch mal das hier an. Wer bekommt bei dieser Musik nicht auch Lust auf Abenteuer? Kommen wir nun zur Story. Jeder, der A Link to the Past gespielt hat, dürfte auch die Story an sich kennen. Dort ist ein Magier, in diesem Sinne ist es Yuga, und der möchte die sieben Weisen benutzen, um Ganon wieder zu beleben. Beinahe die gleiche Story, wenn es dort nicht halt die Änderung gäbe, dass man in diese Schattenwelt, das was damals die Schattenwelt war in A Link to the Past, ist jetzt Lorul, ein so gesehen im Hyrule im Schattenreich. Eine sehr schöne Idee an sich. Trotzdem beinahe die gleiche Story, deswegen bekommt die Story von mir auch nur 4 von 5 Punkten. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, das Gameplay. Und das Gameplay hat es dieses Mal wirklich in sich. Link besitzt nun eine neue Fähigkeit, und zwar sich in ein Gemälde zu verwandeln. Während Link nun ein Gemälde ist, kann er sich an den Wänden entlang bewegen, also nach links und rechts laufen. Das Besondere daran ist, dass man damit auch Schluchten übergehen kann. Diese Fähigkeit wird auch sehr kreativ in Dungeons eingesetzt. Link muss damit Rätsel lösen, sich an Wänden entlang kraxeln und alles Mögliche machen. Zudem gibt es wieder einen ganzen Haufen Minispiele, wie Baseball oder so etwas ähnliches. Und es gibt auch wieder Sammelobjekte, und zwar nicht gerade wenig. Die Marmais zum Beispiel, davon muss man 100 Stück sammeln, die in ganz Lorule und Hyrule verteilt sind. Viel Spaß beim Suchen, sage ich da mal. Und damit bekommt das Gameplay von mir eine 5 von 5 Wertung. Kommen wir nun zur Gesamtwertung des Spiels. Das Spiel bekommt von mir 4,5 von 5 Punkten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr hier rechts auf Abonnieren drücken. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, drückt einfach unten auf Mehr von Dexter. Ich bedanke mich herzlich beim Zusehen und würde sagen, ich bin Dexter und tschüss.